Auf der Frankfurt Fashion Week habe ich die Michelle getroffen. Und die Michelle hat einen super schönen Instagram-Blog. Was machst du da genau? Genau, also ich blogge hauptsächlich so Lifestyle-Bilder. Letztendlich versuche ich auch ein bisschen aufzuklären, weil ich Psychologie studiere und ja, versuche einfach immer mal aktuelle Themen aufzugreifen. Über was versuchst du denn aufzuklären? Viel über mentale Gesundheit natürlich oder auch letztendlich zum Beispiel für Leute, die auch einfach studieren möchten, auch Psychologie studieren möchten, vielleicht ohne Abitur und einfach letztendlich das, was mir so in den Sinn kommt, ja. Und du studierst ja noch Psychologie, oder? Genau, du bist noch Genau. nicht fertig. Möchtest du deinen Blog, wenn du auf die Zukunft mal auf die Zukunft blickst, eher deinen Blog machen oder dann eher doch irgendwie als Psychologin arbeiten? Ja, ist interessant, das fragen viele Leute. Also ich muss sagen, ich habe eine Zeit lang vollzeitmäßig Instagram gemacht und auch davon gelebt. Inzwischen ist so, dass Studium schon Priorität ist. Also ich habe den Bachelor abgeschlossen, da habe ich auch sehr viel gebloggt. Jetzt bin ich im Master und ja, lasse die Zeit auf mich zukommen, aber will schon dann irgendwann natürlich eher als Therapeutin arbeiten und dann Social Media vielleicht in den Hintergrund rücken lassen oder als, wie jetzt auch so als Nebenjob machen. Okay, und jetzt machst du eine Mischung aus Sport und Aufklärung, hast du ja gesagt. Manche würden sagen, damit man einen erfolgreichen Instagram-Kanal aufbaut, dass man sich auf eine Richtung fokussiert. Meinst du, das trifft zu? Ich meine, immerhin hast du ja über 100.000 Follower so aufgebaut. Also ich denke schon, man braucht so seine Nische und darf jetzt auch nicht alles irgendwie durcheinander machen. Aber ich finde, inzwischen ist eher so, dass man auch einfach schon authentisch ist, wenn man einfach über das bloggt, was man liebt. Und ich zeige halt sehr viel sportliche Sachen, aber finde halt zum Beispiel, wenn ich mal eine Woche auf der Fashion Week bin, ist es ja auch authentisch, weil es mir Spaß macht, ich auch hier viele Leute kennenlerne und denke, so am Anfang, wenn man was aufbaut, soll man eine genauere Nische haben, aber irgendwann, wenn man vielleicht auch eine gewisse Anzahl hat, finde ich, kann man da auch so in ein paar Richtungen gehen. Ja. Wenn du jetzt mal ein bisschen so auf deine Selbstständigkeit als Influencerin schaust, womit verdienst du denn so dein Geld? Also ja klar, letztendlich dann Kampagnenfirmen, die einen anfragen, wenn man merkt, okay, das ist eine coole Marke, ich gucke mir das immer an, oft probiere ich dann auch die Produkte aus. Ja, und dann wird logischerweise es halt für das, was man zeigt oder natürlich auch vorbereitet in Reels oder Postings, dann letztendlich vergütet, ja. Hast du auch mal überlegt, so selber irgendwie Produkte rauszubringen oder auch so digitale Produkte wie bestimmte Kurse, ich meine, so als während der Psychologin oder dann irgendwann später als ja, ausgebildete Psychologin könntest du ja so ein paar Kurse zur mentalen Gesundheit machen, das vielleicht in Kombination mit Sport. Hast du auch solche Gedanken mal gehabt? Also ich hatte auf jeden Fall mal so Gedanken. Ich habe auch mal eine Trainerlizenz gemacht und finde halt dieses Sportliche super cool und finde ja auch, dass gerade so die mentale Gesundheit sehr viel auch mit Sport zu tun hat. Aber denke mir so aktuell, so habe ich genug zu tun und könnte mir jetzt nicht vorstellen, als irgendwas aufzubauen. Aber finde schon, man kann sowas immer im Hinterkopf behalten, dass man vielleicht irgendwie Leute versucht zu animieren letztendlich, ja. Was macht denn für dich ein guter Fitnessblock aus? Also ich würde sagen, einfach so kontinuierliche Übung auch immer mal, dass man einfach zeigt, man ist dran, aber auch vielleicht mal zeigt, dass es auch Phasen gibt, wo man vielleicht mal auch unsportlicher ist. Auch, dass so dieser Druck rausgenommen wird, weil oft bei sehr vielen Fitness-Accounts habe ich schon das Gefühl, man kriegt fast ein schlechtes Gewissen, wenn man mal sagt, okay, man ist krank, man kann jetzt nichts machen. Ja, und ich denke, das macht es auch einfach aus, den Leuten, wenn Fragen kommen, auch einfach das dann wirklich gut erklären zu können. Ja. Hast du ein paar Kanäle, wo du dich inspirieren lässt, beispielsweise Pamela Reif oder andere Ja, Leute? also mir fallen jetzt so keine bestimmten Kanäle ein, muss ich sagen, weil ich habe irgendwie so super vielen Leuten in Folge, aber klar, Pamela ist ja sehr bekannt. Habe ich auch früher mal eine Zeit lang gemacht, auch einfach um ein paar Inspirationen zu holen. Ich glaube, jeder hat es mal durchgemacht und, Ich auch. ja, und hat dann mal zumindest versucht, das zu machen. Ja, also auf jeden Fall, also schon mit super viel Inspiration auf Instagram, auch was auch Ernährung angeht, finde ich auch gesunde Ernährung, gibt ja super viele Accounts und habe super viele Rezepte gespeichert. Also ich denke, da hilft auf jeden Fall Social Media. Ja. Okay, super. Vielen lieben Dank, lieber Michelle, für deine Insights und ich wünsche dir hier auf der Fashion Week noch eine schöne Woche. Ja, danke schön euch auch. Danke.